Ja, hallihallo, noch einmal zurück. Ich habe ja normal immer eine Sucht und einen Drang nach Collectibles. Ja. Und wenn ihr wisst, euch noch erinnern könnt, ich habe nicht alle Items gefunden auf dieser Liste, die ich da hatte. Und das werde ich jetzt nachholen. Und ich zeige euch jetzt, wo die ganzen alle sind. Es geht los. Dadurch gehe ich gleich in die Levelauswahl, denn da geht es schneller. Und ich zeige euch jetzt den Fundort aller Items im Schnelldurchlauf. So, passt schon alles, das brauchen wir nicht noch einmal. Ich mache das jetzt ganz schnell. Also da geht es dann mal runter beim ersten Mal. Da haben wir sich am Anfang noch ganz dämlich angestellt. Jetzt wissen wir schon mittlerweile, wie es geht. Ich hoffe, das wird, aber das ist, glaube ich, den holen wir gar nicht, weil das ist dieser dämliche, oder? Ja, nein, das ist dieser dämliche Geister, glaube ich. Sonst bringt er mich wieder um. So, den holen wir uns von da. Und da kommen wir dann eh bald hin. Beide sehen wir mehr. Sackerl holen wir sich auch noch. Und da, glaube ich, ist er schon versteckt da drinnen. Hier. Genau, ist das erste Item. Genau. Lesen wir gleich. Auf dieser Schachtel ist ein Kind, das auf irgendetwas draufhaut. Ist das ein Videospiel? Okay, das war Nummer 1 und beim zweiten melde ich mich gleich wieder. Also bis gleich. Also, ganz wichtig noch, das war der Beginn des Spiels, also, aber das wisst ihr, da war Item Nummer 1. Bis gleich. Ja, hallo zurück. Ich bin bei Item Nummer 2. Das befindet sich in Kapitel oder Bereich Nummer 3 beim zweiten Oktopus. Und da haben wir ja auch nicht gewusst, wie man den, ob man den überhaupt besiegen kann. Man kann ihn, indem man die ganzen, eine Tentakel von ihm, die zerstört. Da gibt es gleich am Anfang einen, den kann man zerstören. Da kann man dann in diese, Vase oder in dieses Gefäß da rein und kommt in einen speziellen Bereich noch, in einen geheimen, das kann ich euch auch noch kurz zeigen, so zwischendurch seht ihr, und da ist das zweite Item versteckt, hier geht es glaube ich dann nicht rein, ich gehe noch einmal zurück zum Anfang des Spiels, dann haben wir das gleich, also geht er nicht, okay, dann zeige ich euch es dann, oder ganz am Ende, denn, aber brauche ich eigentlich gar nicht zeigen, denn wenn ihr gleich am Anfang des Levels dieses ersten Wasserlevels dann beim ersten Oktopus den besiegt habt, genauso wie ich jetzt, dann hier reingeht in diesen Krug, ich sag mal Krug oder Vase oder whatever, jedenfalls dieses Behältnis, dann kommt ihr in einen geheimen Bereich, in einen Secret Island, in eine geheime Inselbereich, und das ist auch für das Achievement wichtig, wenn ihr es euch holen wollt, wenn ihr die Platin-Trophäe haben wollt. Das halt überall war's, in allen Bereichen des Spiels. Ja, aber jedenfalls das war Item Nummer 2, schauen wir uns auch noch an. Eine Schachtel mit Alex auf dem Cover. Wie seltsam. Okay, gut, wir sehen uns gleich bei Item Nummer 3 wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich schon wieder. Item Nummer 3 befindet sich in Welt 4, also im Bereich 4. Ziemlich am Ende des Levels, da hinten ist dann schon der Hamburger, also in dem Fall, weil ich ihm einen Hamburger ausgewählt habe, ich glaube, das war diese blaue Bubble, was, Moment, ich muss mal, ja, genau, da ist nämlich ein Ring versteckt, ich zeige euch nur, dass da hinten dann gleich aus ist, genau, da ist nämlich dann schon dieser alte Meister, mit dem, was ich dann gesprochen habe, dann schauen wir uns noch kurz den Ring an. Ein gelber Ring voller Energie, der wirklich mächtig zu sein scheint. Genau. Das war das nächste Item. Bis gleich. Ja, das nächste Item liegt im Namui-See, wo wir gleich von Anfang an mit dem Helikopter fliegen können. Wir sollen schauen, dass wir ihn schnell verlieren und dann gleich hier ins Wasser runter, dass wir da bei Zeiten dann eben nach unten kommen. Und dann ist es nicht mehr recht weit. Bis zum nächsten Item, nämlich hier liegt's. Warte, ich lasse den Fisch kurz vorbei.
seht ihr. Und das haben wir auch im Hauptspiel, also wie wir das Let's Play gemacht haben, auch gefunden. Das war diese Spielkonsole. Ich zeige es euch aber trotzdem alle noch einmal. Genau. Das ist das neueste Modell und es kommt mit zwei mitgelieferten Controllern. Also was will man mehr? Unvorstellbar, ne? Okay. Gut, das war das nächste Item. Ich melde mich gleich wieder. So, Item Nummer 5 befindet sich im sechsten Spielbereich im Dorf Namui. Und da ungefähr in der Mitte des Levels befindet sich ja dieser Typ da mit dem Hund. Könnt ihr euch ja noch gar gut erinnern. Und der gibt uns dann dieses Hundehalsband da. Das haben wir auch im Spiel, im Let's Play bekommen. Habt ihr es gesehen? Genau. Ganz einfach, ne? Also dann, bis gleich. Ja, sorry, noch einmal kurz zurück. Ich habe ganz vergessen, dass ich euch es euch auch vorlese, beziehungsweise ich zeige. Der Anhänger eines treuen Hundes, der darauf wartet, dass sein Besitzer zurückkommt, um ihn zu streicheln. Okay. Gut, das war das Hundehalsband. Sorry, wollte ich euch nicht vorenthalten. Also bis gleich. Ja, und da melde ich mich wieder zurück im Bereich Stage 7, sage ich mal. Sengender Pfad schimpft sich dieser Bereich. Gibt es Item 6 abzustauben. Und ja, das ist ein bisschen creepy, hier diese ganze Gegend, denn da ist ja vulkanisch, rauchig, irgendwie nicht so einladend, aber das Item ist auch zusätzlich noch sehr gut versteckt, und zwar da oben auf diesem Stein. Ich zeig's euch mal. Ich habe jetzt zufällig meinen... Ich habe nicht aktiviert, ne, ich Vogel. So, jetzt den Schuss nämlich nicht aktiviert gehabt. Und zwar hier diesen, genau, da ist er schon. Ich gehe noch einmal runter. Und jetzt hole ich mal und wow, und dann habe ich ihn schon. Und zwar ist es so ein Art Ninja-Stern. Wir schauen uns ihn gleich an. Na komm schon. Eine echte Ninja-Wurfwaffe. Vielleicht wird sie in der Zukunft nützlich sein. Ja, keine Ahnung, ob die nützlich wird. Können wir ja nicht verwenden, glaube ich. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, das war Item Nummer 6 in Stage 7 und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Item 7 gibt es dann in Bereich 8 oder ja, Level 8. Da seht ihr vorne diesen Stern hier in Pink eingehüllt. Nicht du. Jetzt sterbe ich so. Das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm, mit dem habe ich nicht gerechnet, sorry. Dann sehen wir jetzt gleich, dass wir im Mount Cave sind. Wir sind, glaube ich, schon wieder da. Hallo? Also, okay. Ich muss so machen. Sorry, das war jetzt unprofessionell. Ich will den dann... Okay, jetzt war es besser. Ich wollte den gar nicht zerstören. Ich wollte euch nur zeigen. Hier nämlich unter diesem Stern hier, ich weiß jetzt, in einem von den drei Steinen ist er versteckt. Genau, im mittleren. Genau. Dieser hier nämlich. Dieses Teil. Abgesehen von den zwei magischen Medaillons in Radaxian war noch ein weiteres versteckt. Genau, das haben wir auch, glaube ich, auch gefunden im Let's Play. Okay, also dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Ja, und Item Nummer 8 gibt es in Stage 10, in Welt 10. Ziemlich am Ende, da sind diese zwei Frösche. Ganz am Schluss sind wir da schon. Und da muss man unten durch sich kämpfen. Und ich habe schon erwischt. Und da ist dann, wie gesagt, schon das Ende. Also leicht zu merken auch. Und ich zeige euch gleich. Haben wir auch gefunden gehabt im Hauptspiel. Also im Hauptspiel, sage ich immer, im Let's Play. Diese magischen Würfel stammen aus einem fernen Land, das Alex bei seinem vorherigen Abenteuer bereist hat. Genau. Also ganz unten durch und dann sind wir schon am Ziel in Stage 10, Item 8. Gut, bis gleich. Ja, hallihallo zurück. Item Nummer 9 haben wir jetzt schon mittlerweile. Dafür sind wir in Stage 11. Müssen wir in Stage 11 gehen, wo dieser Tornado hier ist, diese Windhose und auch dieser Feuerball. Und da müssen wir vorbeikommen, am besten oben. Kommt davon an, ob ihr es euch alle holen wollt. Ich hole mir es mal, aber es ist egal, brauche ich jetzt nicht. Ich will es nur herzeigen, wo es ist. Ich weiß nicht, ist es der Stein oder der andere? Ich glaube, der herunter ist. Genau.
Hier ist nämlich Item Nummer 9 versteckt gewesen. Und was haben wir da? Was ist das? Ein aufregender und lustiger Klassiker. Ich freue mich darauf, nach Hause zu kommen, um zu spielen. Also irgend so eine, ja, Kassette halt, ne? Gut, für Item Nummer 10 melde ich mich gleich wieder. Ja, hallihallo zurück zu Item 10. In Stage 12 wird es ein bisschen, ja, spannender, denn man muss zuerst einmal 200 Moneten besitzen und mit diesen müssen wir dann in den Shop rein und müssen uns den Heli kaufen. Denn ohne dem werden wir dieses Item nicht bekommen. Das ist das Schwere an dem Ganzen. Und man muss da bei diesen komischen zwei Wolken da vorbei, die da diesen Blitz abschießen. Und das macht es nicht leichter. Und dafür hoffe ich, dass wir das hinbringen. Ja, es wird spannend. Da glaube ich, da ist besser, ich bleib oben. Und jetzt kommen die dann eh gleich, glaube ich. Und da muss man mal schauen, dass wir da irgendwie vorbeikommen. So, und jetzt schnell vorbei. Und den zweiten auch noch. Und jetzt vorbei. Genau, und da müssen wir jetzt, glaube ich, das abschießen da, dass wir da durchkommen. Das wird auch nicht leicht, ja. Und da oben jetzt, da ist jetzt ein bisschen Gegenwind. Und da haben wir jetzt diese Blöcke. Und die müssen wir jetzt alle abschießen. Und glaube beim letzten, genau, da ist das Fahrrad. Und das holen wir uns jetzt vorsichtig. Genau. Also gar nicht so leicht. Wenn man es nicht weiß, genau. Und jetzt lande ich mal vorsichtig, denn jetzt ist schon wurscht. Und wir schauen uns das Item dann auch gleich an. Mit diesem Fahrrad, sage ich, na gut, es schaut mehr aus wie ein Fahrrad als ein Motorrad, wenn du mich fragst. Mit diesem Motorrad ist Alex die spannendsten Rennen in ganz Radexien gefahren. Naja, aber hat wahrscheinlich immer verloren. Ne? Okay, gut, das war Item Nummer 10 und dann geht's gleich weiter mit Item Nummer 11. Bis gleich. Hallo, wir sind mittlerweile im Schloss Radexian angelangt und für Item 11 in Stage 13 übrigens befinden wir uns jetzt, wird es jetzt auf jeden Fall einfacher wie beim letzten. Wir brauchen nur mit diesem, ja, Ritter hier sprechen, lassen den Dialog zu Ende laufen, bla 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 bla, kennen wir schon alles. Ja, 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 ist schon gut. Und wir bekommen den Hammer, Thors Hammer, Mjölnir. Haben wir auch so gesagt, gell, wie wir gespielt haben im Let's Play. Genau, also das war jetzt eher einfach zu bekommen. Item Nummer 11 war das schon. Es fehlen uns Nummer 4, also bis gleich. Ja, natürlich melde ich mich noch einmal kurz zurück. Wir wollen ja lesen auch noch. Mjölnirs Hammer. Thors Hammer, der Mjölnir. Das ist Egles magischer Hammer. Er wiegt verdammt viel. Ja, genau. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Genau, also dann bis gleich. Ja, da sind wir schon wieder zurück. Mittlerweile bei Item Nummer 12. In Stage 14 sind wir jetzt. Und da seht ihr jetzt diese ganzen Blöcke. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke da vor mir. Die was so diagonal verlaufen. Und der oberste, da ist versteckt, ja. Da müssen wir hinkommen. Und das wird gar nicht so einfach werden. Muss ich mal schauen, wie ich das überhaupt am besten anstelle. Müssen wir da mal drüber. Ich muss mal da alles zerstören, weil sonst wird das nichts. Ja, das geht sich nicht aus. Okay, gut. Da muss ich dann rüberspringen. Das muss ich nochmal probieren. Und bin ich da? Okay, mal alles hier. Ich glaube, da mal rüber. Geht sich das hier aus? Ja, da ist sie schon, die Rose. Ich glaube, es ist eine Rose. Oder Stab. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schauen wir noch, dass wir ihn kriegen. Müssen wir nochmal raufspringen. Ah, das war jetzt dumm. Ach Gott, na. Und immer wieder dasselbe Problem, wenn ich abrutsche. Weil ich immer abrutsche. Ich rutsche immer ab. Okay, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wirklich wissen. So, noch einmal. So, aufpassen. So. Mal abwarten. Zeit haben wir eh. Und dann hinspringen und genau. Und dasselbe jetzt noch einmal. Ach Gott, na. Das ist unvorstellbar. Das ist wie wenn... Ach Gott. Also wie wenn man auf Eis wäre bei diesem Spiel. Okay, sorry, dass das jetzt ein bisschen länger dauert hier. Das ist nicht so gedacht gewesen. So, und jetzt bitte. So, nochmal weg. Ist gar nicht so leicht. Es ist gar nicht so... So, und...
Gott, wieso erwische ich es jetzt nicht? Muss ich schauen, so vielleicht? Trotzdem, wieso erwische ich das jetzt nicht? Warum? Sag mal, hallo? Hallo, hallo? So, jetzt habe ich es. Entschuldigung, ich stelle mich manchmal als wie der erste Mensch. Wie der erste Mensch stelle ich mich manchmal an. So, dann schauen wir uns das noch an. Die Rose, ich glaube, es ist eine Rose. Na, doch nicht. Es ist ein Schlecker oder was? Eine Süßigkeit auf einem Stock in Form von einer Rose. Okay, na gut, dann sieht köstlich aus. Okay, dann haben wir das auch. Das war Trophäe oder Item Nummer 12 in Stage 14. Okay, gleich geht's weiter. Ja, und wir sind im Sumpfgebiet in Stage Nummer 15 angelangt und für Item 13 müssen wir Folgendes machen. Ich zeige es euch gleich. Über diesen Slimies befindet sich dieses Item. Leicht zu bekommen, eigentlich nicht so kompliziert. Da müssen wir nur hierher das eine zerstören und das ist schon. Seht ihr? Dieses komische Fluggerät oder was das war. Schauen wir uns gleich an auch. Dieses Schiff besteht aus sehr lebhaften Farben, als käme es aus einer Fantasiewelt. Genau, also das war Item Nummer 13 in Stage 15. Bis gleich. Ja, hallihallo, das vorletzte Item, Item Nummer 14, gibt es dann in Stage Nummer 19. Ja, ich zeige es euch gleich, wie es geht. Es ist eigentlich eh nicht so kompliziert. Man muss den Typen da von hinten bekämpfen, habe ich euch gerade gezeigt. Und jetzt warten wir da auch noch ganz kurz ab. Aufpassen auf den Typen da oben, der was diese Steine wirft. Den dann von hinten. Und jetzt dann schnell rauf und den erledigen. Und jetzt habt ihr Ruhe. Und hier heroben ist das der erste Stein hier heroben, habt ihr gesehen. Da ist er. Das Händel, das Grillhändel. Und schauen wir sich gleich an. Das ist wahrscheinlich geschmackigste Item des ganzen Spiels. Ein köstlich aussehendes Brathähnchen, perfekt, um während des Abenteuers neue Kräfte zu sammeln. Auch nicht schlecht, haben wir das auch gefunden? Genau. Und dann sehen wir uns gleich beim letzten Item wieder. Also bis gleich. So, hallihallo, wir befinden uns jetzt kurz vor dem letzten Item. Sind wir schon ein schönes Stückerl im Schloss gegangen, jetzt ganz am Schluss. In Stage 20, Item Nummer 15, und wir lassen uns da jetzt mal runter. Es geht jetzt nicht mehr recht weit. Ich muss nur kurz schauen, muss mich selber wieder auskennen. Genau, da muss ich da dann, ich hoffe, ich sterbe nicht so oft. War den noch tot da vorher, denn da geht dann gleich die Wand auf, wenn ich hier drücke. Noch einmal muss ich, zweimal muss ich. Genau, und jetzt komme ich da durch und jetzt lasse ich mich da fallen. Genau, ich zeige euch das kurz. Einfach hier runterfallen lassen, dann fallt ihr ins Wasser rein. Also ziemlich am Schluss schon. Und wir haben es eh auch gefunden und eingesammelt im Let's Play, wie wir miteinander gespielt haben. Und wir sind kurz davor. Und wo ich mich da am Anfang so blöd angestellt habe, bin ich auch drauf gekommen. Die Stacheln sind nur von unten gefährlich. Also auf der Unterseite. Ich drücke mich immer ein bisschen nach oben automatisch. Also wenn ich hier am oben, macht es mir nichts jetzt. Also ich kann hier ruhig. Ich darf nur auf die unteren Stacheln nicht ankommen. Ganz simpel eigentlich, ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Und hier haben wir das letzte Item eingesammelt. Und wir schauen uns das an. Und ich habe Collector. Auch eine Trophäe wieder erhalten, alles eingesammelt, alle Items. Alex liebt es, Schlittschuh zu fahren, wenn er nicht gerade auf einem seiner unerschrockenen Abenteuer ist. Genau. Und damit haben wir alle Items gefunden und das wollte ich euch auch nur kurz nochmal sagen und zeigen. Okay, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören und das nächste Mal gibt es dann wieder ganz was anderes. Ja, vielleicht wirklich mal irgendwas Horrormäßiges, schauen wir mal. Vorher hätte ich's. Gut, dann macht's gut, halt's die Ohren steif und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.